Klima retten, Kohle stoppen. Das haben heute etwa 2000 Schüler und Studenten in Münster gefordert. Mehr als doppelt so viele wie noch vor 2 Wochen. Da war die erste große Klimademo bei uns. In insgesamt 30 Städten in Deutschland haben Schüler und Studenten heute protestiert. In Münster gingen mit die meisten auf die Straße. Das Thema Klimaschutz, das ist den Teilnehmern so wichtig, dass viele sogar Schule schwänzen und damit auch Ärger in Kauf nehmen. Die Botschaft der Demonstranten in Münster, die war jedenfalls klar. We don't have a second world. Wir haben keine zweite Welt. Der Klimawandel ist der Grund, warum so viele Schüler und Studenten auf dem Prinzipalmarkt stehen. Es ist die zweite große Demo in Münster. Diesmal sind viele aus dem Umland angereist, zum Beispiel aus Techte. Sie sind zum ersten Mal dabei. Ja, weil wir uns in der Schule überlegt haben, dass wir jetzt endlich auch mal Verantwortung übernehmen sollten und nicht immer nur rumsitzen und darüber reden, sondern auch mal aktiv werden. Klar können wir jetzt mit der Demo nicht direkt alles verändern, aber wir können zumindest mal ein Zeichen setzen, dass das auch uns angeht. Und aktuell tagt ja auch die Kohlekommission, das ist uns einfach wichtig. Rund 2000 Schüler sind heute zur Demo Fridays for Future gekommen. Und es sind nicht wenige, die den Unterricht schwänzen. Ein heikles Thema, denn das ist eigentlich ein Verstoß gegen die Schulpflicht. Doch bei der Aufsichtsbehörde hat man sich entschlossen, das Ganze erstmal nur zu beobachten. Das liegt also im Ermessen der Schule. Es gibt sicherlich Gründe für eine Beurlaubung, wobei aber die regelmäßige Teilnahme an der Demonstration ist kein Grund, eine Schule zu beurlauben. Aber wenn die Schule ein pädagogisches Konzept hat und sich mit Demokratie beschäftigt, dann ist sicherlich denkbar, auch im Rahmen eines außerschulischen Lernortes, dass Teile der Schüler an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Tatsächlich haben deshalb auch einige Lehrer diese Demo besucht, als Beispiel für praktischen Sachkundeunterricht in der Grundschule. Wir nutzen das einfach, um den Kindern mal zu zeigen, wie eine Demonstration funktionieren kann als außerschulischen Lernort, wobei wir natürlich beide Seiten betrachten. Zum einen den Inhalt, den Klimaschutz, zum anderen aber auch natürlich die Tatsache, dass hier auch Schüler sind, die eben die Schulpflicht verletzen. Und unseren Kindern das beizubringen, dass beides betrachtet werden muss, um dann eine eigene Meinung zu treffen, das finde ich sehr wichtig. In 30 Städten sind heute Schüler und Studenten auf die Straße gegangen, um für Kohleausstiege und Klimaschutz zu demonstrieren. In Münster und Regensburg waren bundesweit die meisten unterwegs. Und es wird weitergehen. Wir wollen weiterhin einmal pro Monat so groß streiken und zwischendurch jeden Freitag ansonsten Mahnwachen in ein bisschen kleinerer Form, ohne jetzt großartig reden oder so, weil das organisatorisch einfach nicht mehr stemmbar ist, beim Rathaus machen und dann weitermachen, bis sich was ändert. Und das wird dauern. Am 15.03. ist großer internationaler Streiktag, wo in allen Ländern auf der Welt Leute streiken werden. Die Organisatoren gehen davon aus, dass bei der nächsten großen Demo Anfang März noch mehr Schüler teilnehmen werden.